So, hier die Lösung zu Buch Seite 91, Aufgabe 1 erstmal. Die Frage ist gestellt, ihr sollt überprüfen, ob es sich um ein Bernoulli-Experiment handelt. Nun, Bernoulli-Experiment heißt für uns, es sind genau zwei Ausgänge bei diesem Experiment möglich. Ne? Ja, nein, gut, böse, funktioniert, funktioniert nicht, schwarz, weiß und so weiter. 1a ist gestellt, Werfen eines Würfels, Feststellen der Augenzahl. Wir haben 6 Ausgänge, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somit ist das kein Bernoulli-Experiment. Bei 1b, wir werfen wieder einen Würfel. Diesmal stellen wir aber fest, ob die Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Das heißt, das hat nur noch 2 Ausgänge, nämlich ja oder nein. Es ist eine Primzahl oder es ist keine. Somit ist es ein Bernoulli-Experiment. Bei C, Ausgang eines Tennisspiels. Bei einem Tennisspiel gibt es nur Sieg oder Niederlage. Es gibt kein Unentschieden. Ja? Aus diesem Grund 2 Ausgänge. Es ist ein Bernoulli-Experiment. Aufgabe D, Ergebnis eines Spiels der Fußball-Bundesliga. Man könnte jetzt zwei Möglichkeiten hier betrachten. Nämlich einmal, es kann möglich sein Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Dann wären es 3 Ausgänge. Oder, weil da steht das Ergebnis, ich könnte das exakte Ergebnis mir auch anschauen, 0-0, 0-1, 2-1 und was es alles gibt. Beides sind jeweils mehr als 2 Ausgänge, kein Bernoulli-Experiment. Aufgabe E, Sonntagsfrage vor einer Bundestagswahl, welche Partei würden Sie wählen? Nun, jedes Land, das mehr als 2 Parteien hat, ist klar, dass das dann kein Bernoulli-Experiment ist. Das letzte F, Endkontrolle bei der Fertigung von Mikrochips. Man kontrolliert die, ob die defekt sind oder nicht defekt. Somit wieder 2 Ausgänge. Es ist ein Bernoulli-Experiment.